Moin, ihr Lieben. Heute bin ich mal nicht vom Deich für euch da, sondern aus meinem Büro, weil ich es einfach nicht schaffe, ans Meer zu fahren. Dabei wohne ich nur ein paar Kilometer weg. Aber manchmal ist es einfach so, obwohl das Wetter richtig verlockend ist. So ein toller Spätsommer. Fantastisch. Ich habe aber auch allen Grund zu strahlen, denn ich habe tolle Neuigkeiten. Myrits Winterstrickbuch ist auf Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ist das nicht der Hammer? Aus dem Stand Platz 4, ihr seid der Wahnsinn. Ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die das möglich machen. Vom Verlag weg, über die ganzen Mitarbeiter, die das Buch dann zu einem Buch werden lassen, bis hin zu euch da draußen, meinen Fans. Das ist so unbeschreiblich, dass ihr das so sehnsüchtig erwartet habt und sofort gekauft oder sogar schon vorbestellt hattet. Ich wusste ja, dass es gut ankommt, aber dass es gleich auf Platz 4 landet, hat mich wirklich umgehauen. Und das Lustige war, ich habe am Freitagabend eine Nachricht bekommen von einer lieben Freundin, die mir gratuliert hat. Und ich wusste gar nicht, wozu. Ja, zur Liste, und sehe ich, was für eine Liste. Ich habe mit keinem Gedanken war ich da, dass das schon gelandet ist. Ja, und dann war es Platz 4. Ich freue mich, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, man sieht es auch. Also von daher kann ich das gerade verschmerzen, dass ich nicht nach draußen kann, obwohl es so schön ist. Ich zeige euch noch kurz, was ich auf der Nadel habe, bevor ich zum Trommelwirbel komme. Ich habe ein kleines Tüchlein auf der Nadel. Viel verrate ich noch nicht. Und zwar ist das eine Wolle von Erika Neid. Läuft bei Kremke. Dort kann man sie kaufen. Es ist eine, jetzt habe ich den Zettel vergessen, es ist eine Schurwolle. So viel weiß ich. Kann ich euch unten verlinken. Ich habe es jetzt gerade echt, ich wollte den Zettel noch, das Label noch mitbringen, habe ich vergessen. Die ist toll, lässt sich gut stricken. Ich stricke sie ein bisschen mit einer bisschen größeren Nadel als angegeben, damit ich es dann später baden kann und es geht dann auseinander und wird locker leicht luftig. Das soll ein kleines Tüchlein werden für den nächsten Roman, für den Krimi, an dem ich gerade schreibe. Ansonsten stricke ich überwiegend im Moment Buchstaben. Es wird höchste Zeit, ich muss Ende September abgeben. Also wundert euch nicht, wenn ich sehr still bin. Ich stricke übrigens dieses Mal mit Myrits Stricknadeln. Die bekommt ihr auch beim Brechverlag oder auch im Wollhandel. Das sind die Rundstricknadeln. Es gibt auch noch Nadelspiele und Maschenmarkierer aus dieser Serie. Finde ich total schön. Und dieses Mal für das Winterstrickbuch hat es immer nicht richtig gepasst, weil die nur bis Nadelstärke 4 gehen. Und ich habe viel mit 5 und 6 gestrickt. Aber jetzt freue ich mich, dass ich mit Nadelstärke 4 endlich die auch wieder mal verwenden kann. Die liegen toll in der Hand. Ich stricke gern damit. Stricknadeln ist eh ein irres Thema. Ich habe von Adi ganz viel zum Testen bekommen. Bin da immer noch eifrig dabei. Da werde ich euch demnächst mal ein bisschen was vorstellen von dem, was sie mir geschickt haben. So. Das war ja ein tolles Gewinnspiel. Meine Güte. So viele Teilnehmer. Und wie immer, wenn dieser Moment kommt, dass ich auslosen muss, dann denke ich auch Mensch. So schade, dass ich euch nicht alle glücklich machen kann. Aber so sind die Regeln und ich kann nicht 500 Preise rausgeben. Das würde mein Budget sprengen. Aber 5.
fange mal an mit dem Strickjournal. Da gibt es 3 Gewinner, und zwar die, da muss ich jetzt auch, ich habe mir das ausgedruckt, die Winter-Uli hat ein Strickjournal gewonnen. Kati BW 86 bekommt ein Strickjournal. Und Beate Pape 6295 bekommt ein Strickjournal. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt es gut gebrauchen und habt viele, viele tolle Projekte, die ihr eintragen könnt. Dann gab es, Myriads Strickbox zu gewinnen. Und diese Strickbox geht an Karin Illig. Liebe Karin, herzlichen Glückwunsch. Ganz viel Spaß damit. Dann wirst du, ich meine, ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig, ich meine, es ist auch eine Stricknadel dabei aus dieser Reihe. Schauen wir mal. 250 Gramm Garn, Rundstricknadeln der Stärke 4, Länge 100 cm, Anleitung inklusive Grundanleitung und eine Garnschale aus Holz. Das alles ist in dieser hübschen Box und die hat auch einen Magnetverschluss. Das heißt, du wirst die, kannst die dann auch hinstellen und kannst die im Alltag verwenden. Das waren 4. Dann fehlt uns noch, der ist schwer. Dann fehlt uns noch der Gewinner von Mary Strickmess, der Strick-Adventskalender. Ich hatte ihn euch ja vorgestellt. Ich bin selbst so verliebt, dass ich wirklich noch überlege, ob ich ihn mir nicht auch kaufe. Nicht, weil ich keine Wolle hätte oder keine Stricknadeln, Kaffeetassen, aber es macht einfach so viel Spaß, die Vorweihnachtszeit zu genießen und immer wieder was auspacken zu können, worüber man sich freut. Und außerdem sind Wolle haben und Stricken sowieso 2 Hobbys, nicht nur 1. Also ich glaube, der wird auch bei mir landen. Ich finde den einfach toll. Uiuiui, und schwer. Also, Mary Strickmess, der Strick-Adventskalender, geht an Anjas Glücksmaschen. Liebe Anja, herzlichen Glückwunsch. Da kann die Vorweihnachtszeit ja schon kommen. Demnächst macht das sich zu dir auf den Weg. Ihr alle, die ihr jetzt gewonnen habt, schickt bitte eure Adresse an sommertuch@gmx.net. Dort werden sie wieder gelöscht, sobald wir die Pakete auf den Weg gebracht haben. Also da passiert nichts mit euren Adressen, außer dass wir sie nehmen und auf die Päckchen schreiben. Und dann hoffen wir, dass die Post sie schnell, schnell zu euch bringt und ihr Spaß mit den Sachen habt. Das war's im Prinzip schon wieder von mir. Heute wirklich nur ganz kurz, ohne Schafe. Ganz komisch, hier wieder im Zimmer zu sein. Aber ich werde gleich den Film zu Bernd geben. Der macht ihn dann fertig, bearbeitet noch ein bisschen. Und mich selbst wieder ans Notebook begeben und schreiben, damit euch der Lesestoff nicht ausgeht. Das macht mir viel Freude, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Im Moment ist es so, ich war gestern Nacht bis 1:30 oder 2 habe ich geschrieben und heute Morgen um 6:30 war ich schon wieder wach, weil mich jetzt die Geschichte gerade schon nicht mehr loslässt. Das ist immer ein gutes Zeichen und die Beruhigung für mich, dass die Geschichte, die läuft, die hat ein Eigenleben entwickelt und die hat so diese Energie, die ich brauche, um schöne Geschichten für euch zu schreiben.
Also, macht es gut. Ich melde mich ganz bald wieder, sobald ich ein bisschen Luft zwischen die Buchstaben, zwischen den Buchstaben habe. Macht es gut und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Tschüss.